Werden Flugreisen bald unmöglich? Sie haben sich das vielleicht auch schon gefragt. Wir wissen ja alle, dass wir den Temperaturanstieg auf der Erde und seine negativen Auswirkungen wie Hitze, Dürre und Überschwemmungen nur dann eindämmen können, wenn wir unseren CO2-Ausstoß drastisch senken. Dazu müssten wir uns aber nicht nur beim Fliegen einschränken, sondern unseren Gesamtverbrauch an fossilen Energien, sprich Kohle, Erdöl und Erdgas, zurückfahren. Mit einem Wort, unseren CO2-Fußabdruck verringern. Energieexperten und Forscher haben ein Instrument entwickelt, das uns diesem Ziel näher bringen soll: das individuelle CO2-Konto. Was versteht man unter einem individuellen CO2-Konto? Wie könnte das in der Praxis funktionieren? Was wären die Bedingungen für seine Akzeptanz? Um diese Frage zu beantworten, haben wir drei Experten eingeladen. Tina Fawcett, Energiespezialistin der englischen Universität Oxford und eine Pionierin dieser Idee. Pierre Calam, Ingenieur, Spezialist für Energiepolitik. Und Kom Girschig, Klimaaktivist. Kommen wir direkt zur Sache. Was ist ein individuelles CO2-Konto? Die Grundidee ist simpel. Jede und jeder von uns bekommt jährlich ein bestimmtes Volumen an CO2-Emissionen zugewiesen, das nicht überstiegen werden darf. Anders ausgedrückt, jeder hätte ein bestimmtes CO2-Guthaben im Jahr zur Verfügung. Dieses Guthaben würde Jahr für Jahr abnehmen, bis es im Jahr 2050 auf Null fällt. Und alles, was wir kaufen, würden wir teils in Euro, also klassischem Geld, bezahlen und teils in CO2-Einheiten. Jeder von uns würde frei über sein Guthaben verfügen. Und im Gegensatz zu unserem Einkommen bekäme jeder gleich viel. Die Überlegung ist, wenn man ein Jahresbudget festsetzt, hilft man damit den Menschen öfter ans Klima zu denken. Das Jahresguthaben führt dazu, dass wir unsere Alltagsentscheidungen überdenken. Es schafft ein Problembewusstsein. Es bringt uns zum Zählen und zum Rechnen. Genauso wie wir es tun, wenn es um Geld geht. Die EU hat sich 2019 in ihrem Green Deal dazu verpflichtet, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfte der jährliche CO2-Ausstoß von beispielsweise einem Franzosen 2 Tonnen nicht überschreiten. Derzeit sind es 9. Wie könnte das individuelle CO2-Konto die Franzosen dazu bringen, ihren CO2-Fußabdruck in 20 Jahren um mehr als 3/4 zu reduzieren? Man müsste ein Gesamtjahresguthaben für Frankreich festlegen und es dann durch die Zahl der Einwohner teilen. Das Ergebnis müsste so um die 8,5 Tonnen liegen. Und davon zieht man dann jährlich 5% ab. Man kann den Leuten nicht einfach sagen, halbiert euren Verbrauch. Das wäre unrealistisch. Die Reduktion muss gleichmäßig und vorhersehbar sein, damit die Leute sich darauf einstellen und überlegen können, was sie wie investieren wollen. Will ich mehr CO2-Einheiten für ein billigeres chinesisches Produkt ausgeben, dessen CO2-Fußabdruck aber alles andere als optimal ist? Ich zahle dann zwar in Euro weniger, aber ich brauche mein CO2-Guthaben sehr viel schneller auf. Genau da liegt die Stärke dieses Ansatzes. Er übt enormen Druck auf die Produzenten aus. Er treibt die Unternehmen dazu, Energie- und CO2-sparender zu produzieren, weil sie sonst ganz einfach keine Kunden mehr finden. Eine weitere Herausforderung sind die großen Diskrepanzen zwischen den EU-Ländern beim CO2-Ausstoß. Die Europäische Umweltagentur hat sie berechnet. So beträgt der CO2-Ausstoß eines Franzosen 7 Tonnen im Jahr, der eines Deutschen 10 Tonnen. Ein Schwede stößt 5 Tonnen CO2 aus, für einen Luxemburger sind es 20 Tonnen. Soll also für alle Europäer die gleiche Obergrenze gelten? Dann würde man einem Luxemburger wesentlich mehr Anstrengungen abfordern als einem Schweden. Oder soll es je nach Land verschiedene Obergrenzen geben? Alle gleich zu behandeln, scheint mir unmöglich. Am besten legt man die langfristige Entwicklung fest auf der Basis des aktuellen CO2-Fußabdrucks. Der liegt etwa in Polen bei 15 Tonnen im Jahr. Davon ausgehend berechnet man, um wie viel das Land jährlich reduzieren muss, um bis 2050 CO2-neutral zu werden. Für Frankreich sind es 5%, für Polen werden es vielleicht 6,5 sein.
Klar ist, dass es Unterschiede geben muss. Eine weitere Frage lautet, muss das individuelle CO2-Konto auch geografische Unterschiede berücksichtigen? Ein Stadtbewohner etwa, der öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann, hätte ja einen Vorteil gegenüber jemandem, der auf dem Land lebt und auf das Auto angewiesen ist. Und was ist mit den sozialen Unterschieden? Jemand, der nicht die Mittel hat, seinen alten Pkw zu erneuern, wäre ja ebenso benachteiligt gegenüber jemandem, der sich ein Elektrofahrzeug leisten kann. Und was, wenn jemand umgekehrt ganz wenig reist und nur lokal konsumiert? Soll er dafür belohnt werden und sein Restguthaben an einen Vielflieger verkaufen können? Man könnte sich durchaus ein flexibles CO2-Konto vorstellen. Das heißt, man könnte sich 50 oder sogar 100% dazukaufen. Jemand, der anfänglich 10 Tonnen zur Verfügung hat, könnte sie also auf 15 oder 20 aufstocken. Das wäre auch eine Möglichkeit, Haushalten in ländlichen Gebieten, die auf CO2-intensive Mittel wie den Pkw angewiesen sind, ein wenig Spielraum zu verschaffen. Das System muss sozial gerecht sein. Die Erde retten, indem man die Armen belastet und die anderen in Ruhe lässt, das kann nicht funktionieren. Wir brauchen eine Umverteilungspolitik. Wir wissen ja, dass einkommensschwächere Schichten durchschnittlich weniger CO2 ausstoßen. Das Prinzip könnte also sein, dass diejenigen, die ihr Emissionsguthaben nicht ausschöpfen, von jenen dafür belohnt werden, die es überschreiten. Letztere würden also ungenutzte Guthaben aufkaufen. Die Frage ist, ob eine solche Umverteilung akzeptabel ist oder nicht. Wie könnte das individuelle CO2-Konto in der Praxis konkret funktionieren? Zuallererst müsste man den CO2-Fußabdruck aller verfügbaren Produkte und Dienstleistungen berechnen. Eine beträchtliche Aufgabe. Anschließend müsste man ein Bezahlsystem entwickeln, das den CO2-Ausstoß der erworbenen Produkte und Dienstleistungen berücksichtigt. Experten denken zum Beispiel daran, das CO2-Konto in die Kreditkarten zu integrieren und so bei jedem Kauf auch die CO2-Einheiten automatisch abzubuchen. Man könnte sich auf die existierenden Karten stützen, mit Visa, Mastercard, Eurocard und so weiter zusammenarbeiten. Der Staat überweist jedes Jahr die CO2-Einheiten, anschließend werden sie nach und nach abgebucht. Inzwischen besitzen fast alle ein Smartphone. Wir könnten über eine App ganz einfach Infos und Feedback über die Auswirkungen unserer Entscheidungen einholen. Dadurch würde unser individueller CO2-Ausstoß konkret fassbar. Bleibt die entscheidende Frage. Was wären die Bedingungen für die Akzeptanz eines solchen individuellen CO2-Kontos? Ein solches System wirft nämlich nicht nur technische, sondern auch ethische Fragen auf. Denn auch wenn die Grundabsicht vertretbar erscheint, handelt es sich doch um ein System, das unseren Konsum kontrolliert und rationiert. Und das könnte durchaus zu Recht als eine Beschneidung der individuellen Freiheit wahrgenommen werden. Rationierung ist effizient. Die Menschen haben ja auch ein Einkommen in Euro, das begrenzt ist. Wenn man sagt, ihr habt ein Einkommen in Euro und ein Guthaben in CO2-Einheiten, sagt man damit nur, der Konsum hat eine Grenze. Innerhalb dieser Grenze entscheiden sie völlig frei, genau wie sie entscheiden, wie sie ihr Einkommen ausgeben. Paradoxerweise wird ein begrenztes CO2-Guthaben als zusätzliche Einschränkung wahrgenommen. Dabei ist es das Gegenteil. Es gestattet uns nämlich, weder das Fliegen zu verbieten, noch das Fleisch, noch alle anderen ökologisch fragwürdigen Formen von Konsum. Es lässt nämlich dem Individuum die Wahl und damit ein Maximum an Freiheit. Jeder entscheidet selbst. Mit der Idee, unseren Lebensstil durch ein CO2-Guthaben zu begrenzen, müssen wir letztendlich auch unsere Definition von Fortschritt hinterfragen. Denn diese beruht bisher auf einem unendlichen Konsum von Produkten und Dienstleistungen. Wir arbeiten derzeit an neuen Konzepten wie der Energieeffizienz. Und das ist durchaus interessant. Aber wir sollten die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass wir die CO2-Menge, die wir noch gefahrlos ausstoßen können, unter uns aufteilen müssen. Die Hauptfrage ist, wie organisieren wir das? Um auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen an ein unbegrenztes Wachstum materieller Güter zu glauben, muss man entweder verrückt sein oder Ökonom. Oder beides. Vielleicht ist das ja auch ein und dasselbe.
Paul Valéry sprach 1931 vom Anbruch einer endlichen Welt. Wir stehen jetzt und hier wirklich vor dem Anbruch dieser endlichen Welt. Wir werden uns tatsächlich an feste Grenzen gewöhnen müssen. Wir müssen diese Grenzen in unser Recht, in unser Wirtschaftsmodell, in unser Steuersystem integrieren. Und zwar als absolute Grenzen. Was mich empört, ist, dass das Thema, das unsere Kinder und Enkelkinder am allermeisten betrifft, bislang nie demokratisch diskutiert worden ist. Wir sind auch internationale Verpflichtungen eingegangen, die eine Obergrenze vorsehen und damit eine Rationierung. Das ist eine Belastung. Wie teilen wir sie also gerecht auf? Das EU-Klimaforschungsprogramm Copernicus beziffert den Temperaturanstieg in Europa in den letzten 5 Jahren mit 2,2 Grad. Das ist beunruhigend, weil damit die Zielvorstellung von 1,5 Grad im Pariser Klimaabkommen von 2015 bereits hinfällig ist. Die Zahlen zwingen uns zum Reagieren. Staaten, Regionen, Landkreise, Städte und Unternehmen stehen vor einem regelrechten Wettlauf um die Reduzierung der CO2-Emissionen. Wie eben gesehen, könnte das individuelle CO2-Konto, wenn auch derzeit noch gesellschaftlich inakzeptabel, auf längere Sicht ein zusätzliches Instrument im Kampf gegen die Erderwärmung werden. Wenn es gelingt, die Forderungen von Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit unter einen Hut zu bringen, könnte das Konto wesentlich zur dauerhaften Sicherung einer lebenswerten Welt für alle beitragen.